Beste Verpflegung im Ort. Endlich mal etwas anderes als dauernd heiße Würstchen. Jungs und Mädels, ihr haltet die Moral hoch. Vielen Dank. Das Essen ist sehr gut. Ich wurde nicht gezwungen, diese Nachricht zu verfassen. Leckeres Essen. Immer frisch und heiß. Die Helfer sind spitze und geben Tag für Tag ihr Bestes. Fettes Like. Der Logistikstützpunkt in Ahrweiler ist eine kleine Wohlfühloase für alle Einsatzkräfte. Hier sorgt man sich um die Verpflegung aller Kräfte mit Getränken, leckerem Essen und kleinen Aufmerksamkeiten, die die Pause abrunden. Angefangen hat alles mit zwei mobilen Feldküchen und einem kleinen Zelt. In den letzten 3 Wochen ist der Stützpunkt stark angewachsen. Erst die großen Kühlcontainer, Lagerflächen und das neue Küchenzelt ermöglichen einen strukturierten Arbeitsablauf, um alle Anforderungen mengenmäßig bedienen zu können. Wir haben die Logistiker einen Tag begleitet, wie diese Pasta Bolognese für über 1000 Einsatzkräfte zubereiten. Das Lieblingsgericht vieler Helfenden macht einfach glücklich und gibt genügend Kraft, um die wichtige Arbeit an den Einsatzstellen leisten zu können. Ohne die wichtige Verpflegung wäre die Hilfe der Kräfte an den Stellen viel zu schnell vorbei. Momentan sind wir 4 Lok-Vs, die hier arbeiten. Und wir versuchen immer wieder eine 4. zu finden oder halt diese Lok-Vs rauszutauschen. Das meiste Material ist tatsächlich Standardmaterial, das die Lok-V mitführt. Oder jede einzelne Lok-V, gerade wie die Feldküchen. Des Weiteren haben wir normales Material, das wir auch immer dabei haben. Sei es Besteck, sei es Töpfe, sei es Küchenmaschinen. Alles andere, was wir hier haben, Kühlcontainer, wurde entweder durch große Firmen gestellt oder durch das THW angemietet, genauso wie das Zelt, das wir hier verwenden zum Kochen. Und so setzen wir uns dann Stück für Stück zusammen. Viel Material wurde auch von den Lok-Vs, die bereits abgereist sind, einfach hier gelassen, um uns weiterhin zu unterstützen. Wird dann natürlich im Sinne der Kameradschaft irgendwann bei einem kleinen Ausflug wieder zurückgeführt. Wer hat die Idee? Wie kommt diese auf den Speiseplan? Und was muss gemacht werden, damit alle Einsatzstellen rechtzeitig beliefert werden? Was es zu essen gibt, ist tatsächlich eine Teamentscheidung. Wir setzen uns regelmäßig zusammen und machen einfach ein kurzes Brainstorming. Welche Gerichte kann man leicht kochen? Welche Gerichte sind auch für alle geeignet? Ja. Gerade Weißwurstfrühstück, nicht jeder mag Weißwurst, haben wir festgestellt. So müssen wir halt immer schauen, was können wir kochen? Und vor allem ist es für alle dann auch das Essen, was sie essen möchten. Ja. All-Time-Goodies wie Nudeln Bolognese, so wie es heute gab, funktionieren eigentlich immer. Zum fertigen Gericht ist es noch ein ganz neues Stückchen. Da kommt natürlich erstmal die ganze Logistik ins Spiel. Die Zutaten müssen kalkuliert werden, die müssen bestellt werden, die müssen hier angeliefert werden, einsortiert werden. Dann müssen wir gucken, wann wir welches Gericht tatsächlich über den Tisch laufen lassen, einfach nur auch der Verderblichkeit nach. Also es ist viel zu tun. Wir haben momentan 3 Leute, die sich hier nur darum kümmern, dieses ganze Logistische drumherum zu tun und Verpflegung ranzuschaffen, Lebensmittel und das Ganze dann halt auch zuzuteilen und auszugeben für die einzelnen Gerichte. Gerade mittags haben wir einen großen Andrang, da haben wir meistens um die 1000 Essen, die rausgehen, wir hatten auch schon 1200. Abends flacht es dann so ein bisschen ab, gerade wenn dann die Ortsverbände wieder nach Hause fahren. Oder. Und mal so unter uns gefragt, wo kann man sich eigentlich Essen wünschen und nehmt ihr diese Wünsche auch wahr? Also wenn jemand Essenswünsche hat, dann kann er einfach auf jeden aus dem Küchenpersonal zugehen und diesen Wunsch äußern. Irgendwo wird er dann immer weitergetragen und kommt meistens auch dahin, wo er hin soll. Gerade die Verpflegungsstellen draußen werden auch öfter mal durch unsere Fahrer abgefragt, ob sie vielleicht irgendwelche Essenswünsche hätten. Sollte natürlich nichts Ausgefallenes sein, was sehr schwer zuzubereiten ist. Aber wenn ein Wunsch dabei ist, den wir erfüllen können, dann tun wir das auch sehr gerne. Die wichtige Arbeit der Ehrenamtlichen kann gar nicht genug wertgeschätzt werden. So ist jedes Dankeschön und Feedback, welches beim Personal ankommt, wichtig und richtig. Denn wenn die Motivation in der Feldküche hoch ist, wird man dies direkt an der Einsatzstelle schmecken. Auch wir als MIDA-Team waren begeistert von den leckeren Mahlzeiten und lassen gerne 5 Sterne da.